Und die Fintech Week ist eben genau wie alles andere, wie Deva gerade schon sagte, auch aus der Community entstanden. Wir haben hier im Haus Caroline Neumann und Klaas Bese als Community-Mitglieder sitzen. Die sind schon seit, glaube ich, auch schon seit knapp 3-4 Jahren Teil der Community, die jetzt die mit Finletter gestartet sind. Das ist ein Branchenmedium, Newsletter-Medium für die Fintech-Branche. Und da die beiden selbst auch aus dem journalistischen Bereich kommen, war das nur naheliegend, dass sie sozusagen für eine Branche Informationen bündeln. Und wir haben dann natürlich als Beta-Haus gesagt, wo ist eigentlich das Fintech-Ökosystem jenseits von Frankfurt? Und haben wir nicht auch unter anderem mit Figo, was ein Startup ist, was bei uns, die auch bei uns im Haus gewachsen sind. André Bajorath und sein kleines Team saß hier lange im ersten Stock in einem kleinen 20 Quadratmeter Büro. Wie können wir das eigentlich bündeln und sind wir nicht eigentlich ein Ort, wo das bereits passiert? Und dann haben wir uns natürlich mit Klaas und Caro zusammengesetzt und gesagt, super, natürlich starten wir das jetzt zusammen und es ist ein Pilot und wer soll experimentieren und Pilotprojekte machen und ausprobieren und wagen, wenn nicht das Beta-Haus? Also haben wir das aufgesetzt und waren ehrlich gesagt selber sehr überrascht vom Erfolg und von den mehr als 1000 Besuchern. Wir hatten mehr als 13 Veranstaltungen hier in einer Woche. Super Energie. Es gibt auch ein tolles Video zu sehen, das wir mit einem Videokünstler aus Berlin zusammengestaltet haben. Genau, also wie gesagt, super Experiment auch für uns. Und es, ich glaube auch, dass es gezeigt hat, dass Hamburg als Standort so für das Thema Fintech lange gar nicht so richtig auf dem Zettel war. Viele Menschen das gar nicht so auf der Agenda hatten. Und wir jetzt dadurch, dass wir natürlich auch bundesweite Eventformate, wie zum Beispiel mit der School of Finance aus Frankfurt zusammenarbeiten, die dann in Hamburg ihre Fintech-Events machen. Und genau, und wir dürfen natürlich stolz verkünden, dass wir das in diesem Jahr wieder machen. Vom 6. bis zum 10. November werden wir die zweite Fintech Week starten. Genau, und da darf man gespannt sein. Abonniert gerne alle die Newsletter auf fintechweek.de, da wisst ihr dann, wie es weitergeht.